Tja, der Ukraine-Konflikt. Seine Folgen könnten wir schon bald in unserem Heizungskeller zu spüren bekommen. Dann nämlich, wenn Moskau seine Drohung wahr macht und der Ukraine den Hahn zudreht. Auf fast 4 Milliarden Euro belaufen sich Kiews Schulden bei Gazprom. Und sollte die Ukraine nicht wenigstens einen Teil begleichen, könnte das Land ab Montag in die Röhre schauen, in die leere Gasröhre, um genau zu sein. Europa versucht das in letzter Minute abzuwenden und hat EU-Kommissar Oettinger beauftragt, zu schlichten. Aus Berlin, Andreas Künast. Wenn Energie eine Waffe ist, dann findet in Berlin ein Teil des Krieges statt. EU-Energiekommissar Oettinger versucht es noch abzuwenden, aber die russische Delegation steht kurz davor, das Zeichen zum Abdrehen des Gashahns zu geben. Berlin vor 2 Stunden. Russlands Energieminister bahnt sich den Weg zum Verhandlungstisch. Ein paar Stunden Zeit gibt er der Ukraine noch, um ihre Milliarden an Gasschulden wenigstens anzuzahlen. Wir sind bereit, bei Eingang der Zahlung bis Freitag die Verhandlungen fortzuführen und darüber zu reden, wie wir diese sehr schwierige Situation noch regeln können. Die Ukraine fühlt sich von Russland erpresst, weil Gazprom den Gaspreis nach dem Sturz Janukowitschs fast verdoppelt hat. Ministerpräsident Jazenjuk will erst zahlen, wenn Moskau den Preis wieder senkt. Erst unterschreiben wir den neuen Vertrag und dann zahlen wir die Rechnung, wenn unsere Gasbeziehung zu Russland wieder konstruktiv ist. Der Chef von Gazprom ernst und entschlossen. Wenn die Berliner Verhandlungen scheitern, wird er die Lieferungen senken auf 0 Kubikmeter ab Montag 10 Uhr. Ja, mal schauen, ob es wirklich so weit kommt. Der Countdown läuft jedenfalls. Andreas Künast in Berlin, wie stehen denn die Chancen, dass die sich doch noch einigen und der Gashahn offen bleibt? Es sieht im Moment nicht besonders gut aus, das muss man so deutlich sagen. Die Ukraine hat offenbar kein Geld an Russland überwiesen. Und das wertet Moskau als Bruch der Absprache, auf die man sich bereits geeinigt hatte, am Montag hier in Berlin. Und wenn jetzt beide Seiten hart bleiben, dann tritt wirklich der schlimmste Fall ein. Dann beendet Gazprom die Gasversorgung der Ukraine mit wirklich unabsehbaren Folgen für diesen Konflikt und mit Folgen für Resteuropa. Zwar beteuert der Gazprom-Chef Miller hier immer wieder, dass die Gaslieferungen in die EU davon in keiner Weise beeinträchtigt wären, aber man erinnert sich an frühere Krisen, in denen Russland die Ukraine schon einmal mit einem Lieferstopp bestraft hat, aber am Ende auch zum Beispiel Bulgarien. Rumänien im Kalten saßen. Eigentlich müssen beide Seiten ein Interesse daran haben, dass es nicht so weit kommt. Und eigentlich gab es hier vor dieser entscheidenden Verhandlungsrunde auch vorsichtigen Optimismus. Aber man hat sich schon oft getäuscht in diesem Konflikt. Um 17 Uhr will EU-Kommissar Oettinger vor die Presse treten. Dann werden wir mehr wissen. Danke, Andreas Künast, nach Berlin. Und nun, liebe Zuschauer,